Hallo liebe Videofreunde, heute wollen wir unser Fazit zu unserer Nordkap-Tour in diesem Jahr machen. Und wir wollten euch mal die tolle Kugel zeigen, die wir uns im Souvenirladen gekauft haben. Wir haben nämlich gedacht, da sind ja die Polarlichter drauf, dass die von innen leuchtet. Aber es ist ein total kitschiges Teil mit Blinky-Blinky-Lichtern. Drum machen wir die jetzt auch wieder aus und stellen die einfach mal so hin. Da waren wir ein bisschen enttäuscht, wo wir das Ding angemacht haben. Ja. So, wie ihr hört, beide noch. Wir brauchen beide Tempo-Päckchen. Ich fange gleich mal an. Alles schön mitgenommen. Vom Feinsten. Aber wir müssen das Fazit-Video heute machen, weil der Herr des Hauses morgen wieder auswärts geht und dann bis kurz vor Weihnachten weg ist. Und von daher werden wir verschnupft antreten. Also ich möchte gerne persönlich am Anfang erstmal ein paar Worte loswerden zu dem Land Norwegen. Ihr habt das ja schon gemerkt, dass da so mein Herzblut drin steckt und das tut es auch wirklich. Also ich habe mich absolut in dieses Land verliebt. Und weil viele vielleicht sich auch fragen, oh, jetzt das fünfte Mal schon wieder nach Norwegen, nächstes Jahr schon wieder noch nach Norwegen. Also man kann dieses Land vielleicht 10-mal noch bereisen und man hat noch nicht alles gesehen. Und es ist halt einfach für mich landschaftlich gesehen und auch von der Mentalität der Menschen her ein absolutes Traumland. Mein Herz schlägt wirklich dort oben im Norden. Und ich finde immer, wenn ich in Norwegen bin, ich rede jetzt einfach mal für mich persönlich, weil Michael kann das mit Sicherheit zum Teil auch nachvollziehen, aber mit Sicherheit nicht ganz so emotional wie ich. Wenn ich dort oben bin, dann bin ich glücklich. Dann bin ich total happy und glücklich und freue mich über die Landschaft. Ich freue mich über diese Relaxedheit in Norwegen. In Norwegen geht alles langsam. Es besteht keine Hektik. Bei uns in Deutschland, geh mal in die Großstädte, schau dich um, die Leute rennen, die gucken nicht nach rechts, die gucken nicht nach links, die kriegen eigentlich überhaupt nichts mehr mit von der Welt, nur noch Hektik. Das Einzige, worauf sie gucken, ist vielleicht mal die Uhr und dann rennen sie wieder weiter. Und wenn du dort oben ankommst, dann wirst du schon alleine wegen der Fahrerei, darauf kommen wir nachher nochmal genauer zu sprechen, gebremst und musst eigentlich dort alles schon mal einen Zahn langsamer machen. Da oben ist alles einfacher, es ist unkompliziert von den Campingplätzen angefangen. Du kriegst keine Campingplatzordnung dort in der Hand gedrückt. Du kannst zu jeder Zeit und Stunde dort anreisen. Dann wird halt am nächsten Tag abkassiert. Es gibt keine Mittagsstunde, wo du nicht raus oder reinfahren darfst. Es ist oben einfach alles relaxed. Die Menschen sind entspannt, ob das in den Malls ist, im Einkaufen. Da siehst du niemanden hetzen. Hast du jemanden hetzen sehen? Nein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendjemanden habe rennen sehen, sich beeilen sehen oder irgendwas. Da ist alles entspannt und alles ruhig. Und ich für meinen Teil habe mich absolut in dieses Land verliebt und möchte das, wenn es geht, noch sehr oft bereisen. Und auch ich möchte mehr, was ich mir vorgenommen habe, in Zukunft von den Norwegen reisen, wenn es umsetzbar ist, dass ich auch mal ein paar Menschen aus dem Land kennenlerne. Das wäre mal schön. Ich habe mir ja eine Sprach-App runtergeladen und lerne ja auch fleißig, aber das erfüllt natürlich nicht ganz so den Zweck. Da muss ich mir nochmal ein richtiges Sprachprogramm kaufen und das ist auch norwegisch insofern sehr schwierig, weil es komplett anders gesprochen wird als geschrieben. Also, ich wollte nur vorab ein paar persönliche Worte sagen, weil mir das einfach irgendwo was bedeutet. Und immer wenn ich also diesen Film angucke, und auch als der Film fertig war und auch immer wieder, wenn ich ihn angucke, kriege ich Pipi in den Augen, weil ich so, oh. Ja, weil ich so gerührt bin, wie man das jetzt gleich schon wieder sieht, weil ich einfach dankbar bin, dass man
ja, dass wir uns einfach erstens mal sowas leisten können und ja, dass ich das überhaupt sehen durfte. Ja, das wollte ich vorab einfach mal sagen. Die schönsten Erinnerungen kommen ja immer erst hinterher, weil wenn man in dem Land ist, wird man ja so oft überwältigt von dieser schönen Natur, dass man das am Abend überhaupt nicht fassen kann. Manchmal ist man richtig fix und fertig von den ganzen Gesehenen. Und erst am Ende des Urlaubs, beziehungsweise wenn man wieder zu Hause ist und gerade wie ich jetzt so den Film gemacht habe, dann erinnert man sich wieder und dann kann man das erstmal so richtig sacken lassen und Revue passieren lassen. Das ist halt das Schöne an so einem Videodreh. So, jetzt aber zu dem Thema richtig Norwegen. Gefällt es dir denn auch in Norwegen? Ja, das würden wir nicht hinfallen. Ah, Entschuldigung. Ach, ich war schon wieder gerade etwas emotional und dann noch der Schnupfen dazu. Ja, naja, Norwegen ist allein schon deswegen interessant, weil du durch die enorme Länge des Landes von Nord nach Süd natürlich auch durch verschiedene Vegetationszonen fährst und vom sehr kargen und schon fast arktischen Norden über das Fjordland in den gemäßigten Süden, den wir uns dann im nächsten Jahr angucken wollen, weil da waren wir noch nicht. Na, du hast die Inselgruppen wie die Westeralen und die Lofoten. Die sind natürlich outstanding. Toll, ein langer Weg, bis du da bist. Da musst du Zeit mitbringen. Also Norwegen ist auf jeden Fall auch das Wohnmobil Urlaub machen angekommen. Früher war das ja so, als wir vor 6 Jahren das erste Mal da waren, da gab es noch diese Hütters, also die Datschen. Immer noch. Aber ja, aber die nicht mehr so viele, wie es früher gab. Dafür der Wohnmobilverkehr etwas mehr. Es gibt auch wesentlich mehr Wohnmobilhändler. Und die Norweger legen sehr viel Wert auf Luxuswohnmobile, haben wir festgestellt. Ne? Ja. Wir können euch nur empfehlen, außerhalb der Saison zu fahren, wenn ihr könnt. Ja, auf jeden Fall. Also Mai, Juni geht noch und dann später im September. Da waren wir zwar jetzt noch nicht, aber haben das auch so in anderen Videos gesehen, dass es dann auch wieder recht ruhig ist. Juli und August sollte man versuchen zu meiden. Ja. Was man braucht in Norwegen, das hatte ich ja vorhin gesagt, dass alles relaxed ist in Norwegen, man braucht halt sehr viel Zeit. Und das müssen wir uns erstmal irgendwo aneignen, das zu, wie soll ich denn sagen, auch mal zu genießen. Weil wir neigen ja auch dazu, auch wir neigen dazu, schnell immer irgendwie weiterzusehen und das Nächste zu sehen und das noch zu schaffen und jenes noch zu schaffen. Ne? Naja, dann ist es auch immer, jetzt scheint die Sonne da noch, jetzt lass uns mal da hinfahren. Ja, und dann können wir noch schnell die Mitternachtssonne sehen und so weiter. Und man, also, es ist halt einfach die Fahrerei und das schätzen wir eigentlich jedes Jahr aufs Neue. Wenn wir dann abends noch sind und denken, ach nee, auf dem Stellplatz bleiben wir nicht, der gefällt uns nicht so gut, wir fahren noch ein Stück weiter, dann wird oft aus dem Stück weiter noch 2 Stunden. Ja. Und wir unterschätzen das jedes Jahr aufs Neue. Also ihr braucht für 250 Kilometer, könnt ihr rechnen, ungefähr 5 Stunden. Ne? Ja, sicher. Müsst ihr rechnen. Dann gibt es noch dazu viele Baustellen, ne? Ja, wird sehr viel gebaut in Norwegen, was ja gut ist, weil du wirst irgendwann hast du Topstraßen. Du hast keine Autobahn wie hier, aber das brauchst du auch nicht, du hast ja nicht den Verkehr. Aber sie bauen sehr viel, Brücken, neue Straßen, Tunnel und so weiter, wodurch natürlich auch dann der Fährverkehr weniger wird, den du machen musst, du sparst wieder Zeit. Die Abschnitte allerdings, die neuen, sind alle mautpflichtig. Und es gibt keine generelle Maut in Norwegen, allerdings bestimmte Strecken, Neubauten, musst du bezahlen. Sehr empfehlenswert, sich vorher im Internet zu registrieren, sein Fahrzeug zu registrieren. Früher hat man das bei den Norwegern direkt gemacht, heute geht das über eine englische Firma, EPC, European Parking Collection oder so irgendwie. Da gibst du dein Fahrzeug an und auch da... Ach, das können wir übrigens, wenn ihr möchtet, mal unten in die Infobox vielleicht reinschreiben, den Link, ne? Wo man das machen kann. Ja. Und da gibst du dein Fahrzeug ein, hinterlegst eine Kreditkarte und zum Schluss wird abgerechnet. Du bezahlst kein Vermögen dafür, aber es macht die Sache sehr, sehr viel einfacher. Du kannst überall durchfahren, du musst nirgendwo stehen bleiben. Und was ich noch nicht gesehen hatte, aber was jetzt scheinbar auch neu ist, dass die Fahrzeugschadstoffklasse registriert werden muss, sonst bezahlst du immer die teuerste Maut, weil du dann als Schadstoff
schlimmste Fahrzeug eingestuft wirst. Also das kommt jetzt noch dazu. Ja, was gibt es noch zu Norwegen zu sagen? Thema Hund. Wenn ihr mit Hund einreist, ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem mehr. Was ihr haben müsst, ist eine Tollwutimpfung. Und ihr müsst 5 Tage, bevor ihr einreist, muss der Hund eine Wurmkur bekommen, was eben auch im Ausweis drin steht, also vom Tierarzt bestätigt. Und ja, das ist alles. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass wir die letzten 2 Jahre oben eingereist sind in Schweden und wir überhaupt gar keine Kontrollen hatten. Also da ist, brauchst ja, du das selbst, nicht mehr. Selbst an den anderen Stellen wären wir wahrscheinlich nicht kontrolliert worden, weil wir sind direkt in die rote Linie gefahren, um unseren Hund anzumelden. Und an sich war das denen völlig egal. Der also, eine hatte sogar das... Den Ausweis auf dem Kopf stehen beim Lesen, also das war völlig idiot. Die haben überhaupt nicht richtig geguckt. Ja, das war das erste Mal, wo wir nach Norwegen gefahren sind. Alles natürlich ganz, ganz brav und artig, sind wir brav in die rote Linie gefahren. Und die Dame, die da saß, ne, die hielt ja das Ding verkehrt rum. Allerdings im nächsten Jahr, als wir mit der Fähre gereist sind und nachts angekommen sind, da mussten wir ja da auch in die rote Linie fahren. Oder wir sind in die rote Linie gefahren, auch wegen Hund. Ne? Und die hat dann schon ein bisschen genauer geguckt. Ja, aber wenn wir in die grüne Linie gefahren wären, wären wir durchgefahren. Ja, es hätte keiner mitbekommen. Also letztendlich kann man auch an dem normalen Grenzübergang vielleicht sogar in der grünen Linie durchfahren. Die winken ja eh nur durch und ziehen sich ihre Angler raus, die sie dann kontrollieren, zwecks Alkohol. Das kriegt eigentlich gar keiner mit. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht macht und wenn man es zeigt. Das ist so total easy. Für Hunde ist Norwegen ein super Land. Weil die haben natürlich dort jede Menge, kannst du überall mit hinlegen, Auslauf, wie auf jedem Campingplatz. Herzlich willkommen. Es gibt überhaupt gar keine Probleme. Wir haben noch nicht einen einzigen Campingplatz erlebt, wo der Hund nicht erwünscht ist. Also auch das ziemlich relaxed. Dann ist das Land Norwegen so fantastisch, Campingurlaub zu machen, weil es einfach so unkompliziert ist. Ja? Also du hast erstens mal hast du schon mal super schöne Campingplätze. Oft gar nicht so modern, ne? Sondern eben ziemlich rustikal manchmal, wenn man da so an Runde denken oder Brixtalsbrien. Aber naja, Brixtalsbrien, das war schon okay. Ja, das stimmt, aber es ist halt nicht modern. Es ist aber alles da, was ihr braucht. Es ist gemütlich, es ist irgendwie herzlich. Ja. Also wir haben nichts vermisst. Im Gegenteil, diese Campingplätze haben uns besser gefallen als diese super modernen Anlagen, die es dann mittlerweile gibt. Also und dann habt ihr ja das Jedermannsrecht, dass ihr halt also auch außerhalb stehen könnt von Campingplätzen. Einfach an freien Plätzen. Ihr müsst, ich glaube, 150 Meter zum Wohnhaus einhalten. Natürlich dementsprechend Müll und so weiter mitnehmen, ist ganz klar. Das ist natürlich auch nochmal eine feine Sache, dass man nicht immer auf Campingplätze muss. Und auch Stellplätze sind an sehr schönen Orten. Allerdings Campingplätze, das ist natürlich, die sind natürlich an gezielt wunderschönen Ecken angelegt. Ja. Und ja, also wir müssen uns nur an unseren Campingplatz Grüter erinnern, zu dem wir mit Sicherheit auch immer wieder mal fahren werden, zum Brixtalsbrien. Also das ist ein Campingplatz, der ist einfach ein Traum, oder? Ja. Weiß ich nicht, also kann man nicht toppen, auch der Platzinhaber. Freundlich und also wir haben nur gute Erfahrungen, was Camping betrifft, in Norwegen gemacht und deswegen ist es halt prädestiniert für einen schönen Wohnmobilurlaub. Wir bereiten uns immer sehr gut auf Norwegen vor, was das Essen betrifft, weil Essen sehr teuer ist. Wirklich sehr teuer, wobei der Umrechnungskurs wohl jetzt etwas günstiger ist als vor 6 Jahren. Da war es noch mal teurer. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ist es wirklich sehr, sehr teuer. Essen gehen, also fast, naja, nicht möglich, aber das möchten wir halt nicht ausgeben. Also, weil unter 100 Euro essen gehen ist nicht. Und wenn du dann vielleicht noch ein Glas Wein, wir sind ja auch mal, wir trinken ja auch gerne unser Gläschen Wein oder mal ein Bierchen, das ist dann fast, also bist du bei 120, 130 Euro Minimum dabei, denke ich mal so. Ja, die wirst du auch. Also sehr teuer essen gehen. Ich mache das so, dass ich das wirklich vorab plane. Also ich mache mir wirklich immer einen Plan, was es jeden Tag zu essen gibt. Also ich plane wirklich für 20 Tage jeden Tag ein Menü oder ein Essen besser gesagt und dementsprechend kaufe ich ein, friere ein und packe wirklich die Gefrierer immer voll. Wir kommen damit auch gut aus.
Und das Einzige, was wir dann wirklich mal selber kaufen, ist mal ein Steak. Das kann man da unten sehr gut kaufen, Steaks und Fisch. Ja. Aber mehr eigentlich alles andere haben wir meistens irgendwie mit. Und natürlich frisches Gemüse oder Obst oder so, das müssen wir auch noch immer einkaufen, ist ganz klar. Salat etc. halt eben dann frisch holen. Aber so die Fleischsachen und so, das nehme ich alles mit. Ja, und ansonsten getränketechnisch packen wir natürlich immer etwas mehr ein als erlaubt. Aber gehen auch dort mittlerweile mal in was einkaufen. Ne? Ja. Mir schmeckt zum Beispiel das Bier dort unheimlich gut, weil es ist nicht ganz so stark wie unseres und ist einfach vom Geschmack her absolut meins. Dieses Fatul oder Futul oder wie das ist, Futul oder so. Ja, egal. Also jedenfalls, das hat mir sehr gut geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Aber eine Dose Bier, 0,3, 2,50 Euro. Ja. Also das ist, überlegst du dir dann, das genießt du dann. Ja. Aber ansonsten, es gibt in jedem Ort Einkaufsmöglichkeiten immer oder meistens bis 23 Uhr abends. Oft, oben im Norden ist auch sonntags offen. Unten in der Region, da war sonntags geschlossen, aber oben im Norden, da hatten auch sonntags die Geschäfte alle offen gehabt. Es ist auch so, wenn du in Norwegen einkaufen gehst, das ist alles entspannt. Es ist nie Schlange stehen, richtig was los. Also es ist, ne, geht immer zügig voran. Also gar kein Problem, in Norwegen einkaufen zu gehen. Zu jeder Zeit und Stunde ist das auf jedem Ort eigentlich möglich. Also wir haben ja dieses Jahr dieses Land wirklich von ganz oben bis ziemlich weit unten bereist. Das Land ist halt so unterschiedlich, dadurch, dass es ja ziemlich lang gezogen ist. Ne? Wie viele Kilometer? 2000 bestimmt von unten nach oben. Und ich muss direkt mal gucken, ich weiß es gar nicht so genau. Hast du natürlich unheimlich viele verschiedene Regionen. Und mir hat besonders gut gefallen auch die Nordkap-Region. Viele sagen, was willst du denn da oben? Ach, da ist doch alles karg und sowas. Haben wir öfters gehört, ne? Dass das nichts so Besonderes. Michael hat es auch nicht so vom Hocker gehauen. Aber mir hat das insofern gut gefallen, weil da standen manchmal Häuser ziemlich einsam am Wasser, Sturm, kalt. Also, wo wir uns gefragt haben, wie halten das die Menschen aus? Und dann noch den langen Winter da oben. Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn, wie der Mensch sich an die Natur anpasst. Und das hätte mich ja zum Beispiel mal gereizt, mich wirklich mal mit jemandem von dort oben zu unterhalten, der dort lebt, wie die das aushalten. Das hätte ich die gerne mal gefragt. Das ist so rau, dieses Klima. Die haben keinen Sommer. Naja, für die ist das dann Sommer. Ja, da ist, also über 20 Grad wird es dann, glaube ich, nicht. Nicht allzu oft, nee. Und das ist schon heftig. Und immer Wind. Und wir haben es ja am Nordkap gesehen, der Sturm da oben und wie wechselhaft das da ist. Also also auch die Tiere, wie die sich da oben angepasst haben. Mir hat das also total gefallen. Ich war da sehr beeindruckt und würde diese Region gerne mal, wenn wir vielleicht mal Zeit haben, in Ruhe bereisen, um auch mal wirklich mit den Menschen vielleicht Kontakt aufzunehmen, die dort oben leben. Das würde mich wirklich mal reizen. Und dann, ja, dann runter zu ist, also dann kommst du halt durch Fjordlandschaften, Gletscher, Wasserfälle ohne Ende, einer schöner als der andere. Sattes Grün, Wiesen, Butterblumen, Löwenzahn, also türkises Wasser. Von der Farbwelt, von der Farbenpracht ist beeindruckt einen total. Und wenn wir jetzt noch an letztes Jahr denken, wo wir die Lofoten und die Westerhalen besucht haben, das ist, also Lofoten ist ja, weiß ich nicht, das ist, kann man nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Diese Strände wie in der Karibik. Ja. Nur wenn du mit einem großen Zeh reingehst, dann ist es doch recht frisch. Aber wir hatten auch welche gesehen, die wirklich mal reingegangen sind. Die wollten sich das halt beweisen. Deutsche, wohlgemerkt. Ja. Und die Norweger, die sind ja da sowieso total gelassen. Die surfen ja auch im Winter dort. Die sind da ja hart am Nehmen. Diese schroffen Berge, was hast du gesagt, die ältesten? Das ist mit die älteste Gesteinsformation der Welt. Ja. Ja. Sehr lange da. Ja, also die Lofoten sind halt sehr außergewöhnlich. Das muss man einfach so sagen. Und die Westerhalen waren auch sehr, sehr schön. Ne? Stehen den Lofoten nicht wirklich was nach, aber naja, die Lofoten sind halt nochmal so ein bisschen.
Ja. Ja, dann waren wir uns dann zu unseren schönsten Momenten, die wir in Norwegen hatten. Ich beziehe jetzt mal auch letztes Jahr wieder mit ein. Also gehört für mich auf jeden Fall dieses Jahr die Papageientaucher zu sehen. Das war für mich ein sehr emotionales Erlebnis, muss ich wirklich sagen, zumal ich da auf dem Hosenboden hingerutscht bin. All dieweil, man muss dorthin krabbeln, klettern, wie auch immer. Es ist, sind nur Steine und mit einer Draht, wie sagt man, Draht, Seil, ist es nur fixiert, wo man sich festhalten kann. Und dann geht es aber auch richtig runter. Und dadurch, dass ich totale Höhenangst habe, für mich ist das also der absolute Horror. Ich bin wirklich auf dem Fußboden, also mit meinem Popo lang runtergerutscht. Also hätte das einer gefilmt, das wäre für YouTube der absolute Burner gewesen. Ne? Ja. Aber ich habe es geschafft. Ein Bild haben wir ja davon. Letztes Mal. Ja. Dieses Jahr nicht. Ja, ich habe es geschafft. Wir haben sie gesehen. Wie fandst du das? Ja, faszinierend, sicherlich. Das, ja, das siehst du bei uns halt nicht. Nee, und die sind so tollpatschig und so niedlich, ja, wa? Und die sind so in Gefahr. Die Papageitaucher, die haben leider zu wenig Futter. In Island ist es jetzt mittlerweile so, dass es zu wenig Sandaale gibt, diese kleinen, diese fressen. Das ist nicht nur in Island so, das ist auch woanders so. Aber ich habe dieses Jahr einen Vortrag gesehen über die Inseln des Nordens. Da wurde das halt eben auch nochmal ganz deutlich zur Sprache gebracht, dass durch die Meereserwärmung diese Sandaale zu früh laichen und das wiederum mit der Brut von den Papageitauchern nicht hinhaut und es abwärts gegangen ist mit dem Nachwuchs von den Papageitauchern, dass man Angst haben muss, dass die wirklich aussterben. Ja, die werden dort teilweise in Island mit der Hand aufgezogen und damit überhaupt noch ein bisschen gerettet wird. Das ist ganz, ganz furchtbar. Thema Klimawandel natürlich, ne? Also, und wenn man dann diese Vögel gesehen hat, ne, dann ist man noch mehr berührt davon, weil man ja nun mal live gesehen hat, wie putzig die sind. Ja. Genauso geht es mit den Walen. Wir haben ja letztes Jahr eine Walsafari gemacht. Dazu kann euch Michael mal ein bisschen was erzählen. Man sollte seefest sein, wenn man die macht. Weil das Ding hat gut geschaukelt und da war noch nicht mal Wind. Es muss irgendwo auf dem Atlantik ein Sturm gewesen sein und diese Dünung, die ist in Norwegen dann angekommen. Eine lange rollende Dünung. Und das Schiff, mit dem wir da draußen waren, das hat also in alle Richtungen heftigst geschaukelt. Und wer da nicht sehen kann. Vor, zurück, war, zur Seite, rüber, gell? Ja. Oh wei. Und wer da nicht seefest war, der war schon nach. Kurz nach dem Hafen seekrank und war 3 Stunden lang nicht in der Lage, da irgendwas zu genießen. Und das sind dann lange 3 Stunden, bis du wieder im Hafen bist. Und dann bist du ja auch nicht schlagartig wieder fit, sondern es dauert ja auch einen Augenblick. Also auf jeden Fall, wer nicht seefest ist, sollte sich das gut überlegen. Also nehmt euch auf jeden Fall Reisetabletten mit. Ich habe meine verteilt. Glücklicherweise hat es mir nichts ausgemacht, Michael auch nicht. Aber ich habe gut meine Reisetabletten verteilt dort und nehmt euch auf jeden Fall sicherheitshalber welche mit, dass ihr was einstecken habt. Das kann schon passieren, dass das wirklich sehr schaukelig ist. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, als wir aus diesem Hafenbecken raus sind, habe ich gedacht, um Gottes Willen, 3 Stunden. Ich habe gedacht, oh, war ja Hilfe, nee, ne? Aber wir konnten auch leider nichts filmen, weil es war so schaukelig, es war nicht zu machen. Wir konnten ein paar Fotos machen, aber filmen konnten wir nicht, war derart schaukelig. Und der eine oder andere hat schwer aufgeatmet, als wir dann doch umgedreht haben. Und dann nach 2 Stunden haben sie umgedreht und dann sind wir zurückgefahren. Dann gab es noch ein Süppchen. Ja, ja. So eine Wassersuppe gibt es dann mit bisschen Gemüse drin, einfach was für den Magen, ne? Und ja, also, aber es war ein Erlebnis. Und wenn man das gesehen hat und wenn man diese Wale gesehen hat, den Pottwal oder wie wir auch die Grindwale, wir haben Delfine von Weitem gesehen, dann ist es unvorstellbar, wie man diese Tiere töten kann. Und auch bei diesem Vortrag, wo ich gewesen bin dieses Jahr über die Inseln des Nordens, der Fotograf war auf den Färöerinseln und hat gezeigt, dass die Färöer einmal im Jahr Grindwale schlachten. Und da werden die zu Hunderten in
in die Bucht getrieben. Das ist so widerlich. Also die ganze Bucht ist auch rot. Dann lagen die aufgereiht. Der hat das auch fotografiert. Ich hätte mir gewünscht, er hätte vielleicht mal vorher eine kleine Warnung abgegeben. Wer empfindlich ist, nicht hingucken. Ich war total geschockt gewesen. Da lagen dann 150 Grindwale ausgeschlachtet dort auf dem Plateau. Also es ist unvorstellbar. Also für mich ist es unvorstellbar, wie man diese Tiere so abschlachten kann. Naja gut, das mal so am Rande. Was hat dir denn am besten gefallen? Ich laber und laber und du wieder nicht. Mal gucken, was mir am besten gefällt. Steht das da auch? Nee, das steht nicht da. Ich dachte. Nein. Am besten gefallen. Runde hat mir am besten gefallen. Ganz klar, Brixtal Brain, der Campingplatz, weil das ist Urlaub pur. Es gibt so viele Highlights, und da jetzt zu sagen, das war das Beste, das ist... Ja, eigentlich in Norwegen fast unmöglich, ne? Wobei auch mein Herz im Runde schlägt, also das muss ich sagen. Ja, weil es halt immer, das ist nun mal was anderes, wo du das so auch auf einen Punkt konzentriert, diese Vogelwelt hast, sind ja nicht nur die Papageitaucher oder Papageientaucher, beides ist richtig, bevor Diskussionen anfangen. Du hast diese Basthölbel, du hast den Seeadler, der da kreist, du hast Taubeln. Das ist schon faszinierend. Ja, das ist toll. Auch der Campingplatz, der ist, wie gesagt, total unmodern, aber sowas von herzlich und lieb, ne? Ja. Also der ist wirklich unmodern. Der ist so, wie er in den 70er Jahren erschaffen worden ist. Er hat da angefangen, der Campingplatzinhaber mit seinem Häuschen, und hat dann einfach Zelte drauf gelassen auf sein Grundstück. So fing er an, und dann hat er sich das so Stück für Stück ein bisschen ausgebaut. Und mittlerweile ist es so, dass die wirklich, dass dort Dauercampingplätze sind. Also die sind teilweise 6 bis 8 Wochen dort, die Leute kommen da jedes Jahr hin, und man sollte man auf jeden Fall nicht nur in der Hauptsaison, auch in der Vorsaison eventuell vorher anrufen und vielleicht einen Platz buchen. Der ist mittlerweile wirklich sehr gut gebucht, und wenn du da ankommst, was auch ein bisschen unangenehm manchmal ist, es riecht sehr nach Tank. Naja, verfault halt. Ja, die Algen halt, das stinkt halt manchmal schon arg, ne? Aber ansonsten ist dieser Ort so malerisch und so schön, weil keine Auto fahren. Das ist wirklich Natur pur. Es ist 100% Urlaub dort, ne? Und und gerade, dass es eben so alt ist, das finde ich nur wieder so schön auch. Also das ist der hat auch alles zusammengestellt und zusammengewürfelt von jedem, der was so mitbringt oder so, ne? Also ich finde es total schön. Ne? Also Runde ist ein sehr, sehr schöner Ort. Brixtalsbreen auch, traumhaft. Und wenn ihr an Brixtalsbreen mal seid und auch vielleicht mal bei dem Campingplatz Krüter anhaltet und ihr lauft dann hoch zum Gletscher, zur Gletscherzunge. Also erst musst du ja mal vom Campingplatz aus hinfahren. Du hast ein Stück zu fahren. Ja, ist ein Stück, aber nicht weit. Ja, du musst halt ein Stück fahren. Ja, musst ein Stück fahren, und dann kann man da unten parken, und dann gibt es dann so kleine Autos, und da wären dann die Kreuzfahrt. Die kannst Fußlagen, du mal weiter erzählen, bitte? Die nicht mehr so gut zu Fuße sind, die fahren dann mit diesen kleinen Autochen zum Gletscher hoch. Entschuldigung. Also ich würde wärmstens empfehlen, wer normal laufen kann, wir sind keine Bergsteiger oder ganz normal, sollte das zu Fuß machen, zumindest eine Tour. Ja. Weil es sind so viele schöne Flecken unterwegs, so viele schöne Sachen zu sehen, die siehst du nicht, wenn du mit den Dingern fährst, weil die fahren nicht hoch und fahren nicht runter, und das war's. Und das geht auch relativ zügig, die karren da ganz schön hoch, ne? Ja, also ich empfehle wenigstens eine Tour zu Fuß zu machen. Ist nicht schlimm, ist einfach nur, du musst ein Stück hochgehen und das war's. Und tolle Sachen dabei unterwegs. Ja, also diesen Campingplatz, wie gesagt, Grüter und Brixtalsbreen, die Region, können wir euch empfehlen. Seht ihr ja dann im Video auch, oder habt ihr im Video gesehen, ganz, ganz, ganz traumhaft schön. Was auch für mich immer wieder ein Traum ist, also was ich auch jedem empfehlen kann, das ist die Hardanger Widder. Ja, klar. Also die Hardanger Widder ist so traumhaft schön. Wirklich. Also, das ist... Ich meine, es gibt ja, du fährst ja gerade unten in dem Bereich Mittelnorwegen, kommst ja von einer Hochebene in die andere irgendwie, ne? Automatisch. Es sind alle schön. Es gibt
nicht eine Hochebene, die nicht schön ist. Die sind alle traumhaft schön. Aber die Hardanger Widder, das ist wirklich also das Nonplusultra. Es ist auch schön, wenn es nicht blauer Himmel ist. Wir waren also 2012, wo wir das erste Mal in Norwegen waren, da hatten wir nicht so tolles Wetter. Aber selbst da war es schön. Da war es halt ein bisschen mystischer. Aber es war wirklich traumhaft schön. Also Hardanger Widder können wir euch auch wärmstens empfehlen. Norwegen ist überall schön. Fertig, Punkt aus. Ja, wenn du hoch in den Norden fährst, auch auf die Lofoten, ist zumindest, würde ich sagen, ratsam, eine Tour durch Schweden hochzufahren, weil es einfach schneller geht. Ja, wir hatten letztes Jahr eine tolle Tour gehabt. Die könnt ihr ja auch noch mal gucken. Da haben wir zwar noch nicht so viel oder so. Ja, also wir haben die auch dokumentiert, nicht so genau wie dieses Jahr, aber wir haben sie dokumentiert. Und das war auch super gewesen, wo wir über diese Region Lappland gefahren sind. Ne? Wir sind bis Ormskoldsvik gefahren in Schweden und dann geht es nach Ormskoldsvik, geht es dann links ab Richtung Arjeplog, über diese Hochebene, über Lappland. Traumhaft, ne, war das gewesen. Ja. Da war ich auch krank. Oh, da war ich auch so krank gewesen an dem Tag. Das ist richtig, ja. Und das ist eine wunderschöne Ecke. Ihr kommt dann bei Fauske, kurz vor Fauske raus in Norwegen und habt es dann überhaupt nicht mehr weit bis zu den Lofoten. Also das ist eine sehr, sehr schöne Tour. Die können wir euch total empfehlen, weil ihr auch noch so ein Stück Lappland mitnehmt und auch diese schöne Hochebene dort. Ganz, ganz, ganz toll. Also hat uns sehr gut gefallen, die Tour. Ne? Ja, und zurück dann durchs Land. Genau, und zurück zu uns. Wer noch Zeit hat, kann ja dann durchs Land noch fahren, durch Norwegen. Ja, solltet ihr Fragen haben zu dem Land, dann schreibt uns unten in den Kommentaren. Ja, wir sind jetzt mit unseren Weisheiten am Ende. Tja, so weise sind wir ja nicht. Ja. Wir sind jetzt am Ende. Vielen Dank, dass ihr so fleißig zuschaut und uns auch so schöne Kommentare schreibt. Das möchte ich am Ende nochmal sagen. Das betone ich ja immer wieder. Das macht halt wesentlich mehr Spaß jetzt. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt schön gesund. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr mit vielen schönen, hoffentlich, Reisen. Und dass wir uns austauschen können. Und ja, wir werden nächstes Jahr ein Treffen planen. Das möchte ich am Ende jetzt dieses Videos noch sagen. Wir würden gerne den YouTubern, die uns halt mögen und auch umgekehrt, würden wir vielleicht mal vorschlagen, dass wir uns irgendwo auf dem Campingplatz in Deutschland treffen, mal ein Wochenende und uns gegenseitig kennenlernen, ein paar Stunden gemeinsam verbringen, mal gegenseitig austauschen und einfach eine schöne Zeit verbringen. Wer Lust hat, wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir müssten dann mal wissen, wo auch alle herkommen, ja, damit wir ungefähr dann einen zentralen Punkt wählen können, wo wir das machen könnten. Ich werde dazu nochmal ein extra Video machen, aber ich wollte es einfach nur schon mal anklingen lassen, weil wir am Jahresende sind und weil uns das auch eben für nächstes Jahr vorschwebt, vielleicht mal ein schönes Treffen mit euch zu machen. Also wer Lust hat, daran teilzunehmen, meldet euch und dann werden wir das so peu à peu mal langsam planen. Also eine schöne Zeit und wir sagen dann bis bald. Ja. Ciao. Ciao.